Also ich gebe hier mit einem neuen Video. Nee, ist gar nicht wahr. Diese Woche gibt es leider kein Video. Sorry, ging leider nicht. Aber ich bin gerade auf dem Weg zum Howie. Ich fahre hier gleich von der Autobahn runter. Denn wir machen heute eine Tour. Ich habe es zu den Jungs, zum Autobuddy und zum Schacki, als wir letztes Mal in der Pfalz waren, wo ich nachts so gefroren habe, zwar gesagt, ey Leute, ich will erstmal gar nicht mehr raus, es ist mir viel zu kalt. Aber ihr wisst ja, wie es ist, sobald irgendwie die Kälte und der Ärger darüber vergessen ist, sobald hat man auch wieder Bock rauszugehen. Ich bin diesmal auch besser ausgerüstet, habe einen wärmeren Schlafsack dabei und diverse andere Dinge, die mich warm halten können. Also es sollte von daher, glaube ich, eine gute Nacht werden. Zumal es jetzt aktuell nur 1 Grad hat. Bin mal gespannt, wie es dann heute Nacht wird. Also es wird schon wahrscheinlich unter 0 gehen. Ja, dann noch als Info für die, die auf die Verlosung von den Olay-Taschenlampen warten. Das wird dann nächste Woche sein, im Laufe der Woche. Weiß noch nicht genau, welcher Tag. Dann machen wir dann wieder einen Livestream. Jetzt können wir hier gucken. Machen wir gerade dann wieder einen Livestream. Und ich verlose aber nicht nur die Taschenlampen, sondern ich verlose sehr wahrscheinlich noch was anderes. Wahrscheinlich sogar 2 andere Sachen. Also seid da auf alle Fälle dabei bei der Verlosung. Es wird spannend. Jo, und dann noch so als kleinen Ausblick auf die nächsten Sachen, die so anstehen. Es wird definitiv ein Review kommen. Dann wird es einen zweiten Teil geben zu der Reihe Schlafsetup für Anfänger. Da hatte ich ja dieses Video gemacht, wo ich den Biwaksack von Jutland vorgestellt habe und kurz mal so die Vor- und Nachteile von dem Biwaksack dargelegt habe. Und ja, da sollen noch mindestens 2 Videos folgen. Einmal zum Thema Zelt und einmal zum Thema Schlaf, Quatsch, Hängematte. Und ja, da bin ich gerade so am Rumplanen für das Projekt. Ich habe da wahrscheinlich eine Kooperation mit einem Online-Shop, die mir ein cooles Zelt zur Verfügung stellen wollen. Mal schauen, ich denke, das wird klappen. Jo, und dann wird es in der nächsten Zeit dann mal kommen, da werde ich mich da mal mit auseinandersetzen. Ja, und dann wird es natürlich nach wie vor auch weiterhin Tourenvideos geben. Mal gucken, wie sich das halt alles zeitlich so gestaltet. Ist nicht immer ganz so einfach, das alles so in den Alltag einzuplanen. Ja, ansonsten natürlich hier unten abonnieren und die Glocke nicht vergessen, damit ihr dann auch informiert werdet, wenn dann eben ein Livestream oder eben ein neues Video kommt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, geht nach draußen. Hier ist wirklich wunderschönes Winterwetter, auch wenn kein Schnee liegt. Überall ist graureif auf den Bäumen und so. Also es lohnt sich, auch wenn man nur ein Stündchen mal rausgeht, genießt und ja, spürt die Natur. Alle die Ohren steif. Bis dann, ciao.